Heute ist ein richtiger Campingtag, das heisst, wir machen nichts. Weil, wenn wir zu viel Programm haben, dann können wir irgendwie gar nicht zum Campen. Dann schauen wir immer alles an und können gar nicht zum Campen und schlafen einfach im Auto. Darum tun wir das heute jetzt mal so richtig zelebrieren. Wir gehen grillieren, unsere Lieblingsbeschäftigung beim Campen. Und können dabei gerade ein bisschen über Roadtrips philosophieren. Los geht's. What a wonderful world. Okay, let's talk about road trip. Leute, wir machen Distanzen. Das glauben wir uns nicht. Durch Einöde. Durch wirklich Einöde. Also, da kann es 3 Stunden lang gleich aussehen. Are we there yet? No. 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 Und was mich noch auch noch beeindruckt hat, ist, es kann auch 3 Stunden am Stück schiffen. Ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass es irgendwo so grosse Regenwolken gibt. Aber wenn es schifft und man ist unterwegs, es kann 3 Stunden schiffen. In der Einöde, 3 Stunden lang Regen. What a wonderful world. Das grösste Problem bei so einem Roadtrip ist, wenn man keine Musik auf dem Handy hat und kein Radio hat und nur das Handy von der Loredana kann laufen, läuft die ganze Zeit ABBA. Was ist denn ein Roadtrip ohne Musik? What a wonderful world. Also mal so unter uns gesagt, so ein Roadtrip ist super, weil der Kilian ist mindestens 3 Stunden mit mir im Auto, bis zu 6 oder 7 Stunden. Und ich kann einfach schwätzen und er muss zulassen. Also wir haben die besten Gespräche in dieser Zeit. What a wonderful world. Die, die Videos in einer gewissen Regelmäßigkeit verfolgen, wissen, dass wir keine Camper sind. Aber grillieren, das können wir wie Spezialisten. Mega spannend. Es hat überall in ganz Queensland an den schönsten Stellen Picknickplätze. Und die Picknickplätze sind nicht einfach langweilige Stühle und Tische, sondern es hat immer einen Grill dabei, den man einfach benutzen kann. Recht cool. What a wonderful world. Sieht immer so furchtbar romantisch aus, so grillieren draussen, direkt am Meer. Aber es windet im Fall wie verrückt. What a wonderful world. Also, ein wirklicher Nachteil an diesem Roadtrip um diese Jahreszeit in Australien ist, dass es am 5:30 dunkel ist, stockdunkel. Und was machst du denn? Dann sitzt du in deinem Mäuteli und hast nichts zu tun! Okay, wir brechen das ab. Wir machen morgen wieder weiter. Ein Nachteil beim Campen. Wenn da oben eine Mucke da rein kommt, dann bleibt sie da rein und vergnügt sich die ganze Nacht. Wir sind völlig verstochen. Fazit von diesem Grillspass. Mal ob Frauen nicht auf Fleisch kaufen. Das war echt eine verdammte Socke. Zeige kein. Oh je. Also ein Nachteil, wirklich ein Nachteil. Mein Gott, man sieht das Stativ um meinem Hals. Schau mal, das würde es mir erwürgen.